Einen Tag nach dem Nachtslalom steht der Stadtplatz von Zell am See erneut im Mittelpunkt einer Sportveranstaltung, der 8. Schmitten Mondschein Trophy. 120 Sportler starten bei diesem Tourenskirennen in den Varianten Light oder Classic. Nach dem Start geht es zu Fuß oder im Laufen zur Talstation des City Express. Dort werden die Ski angeschnallt und der erste Aufstieg beginnt. Die ersten von insgesamt 18,1 Kilometer führen steil bergauf über die Nordabfahrt der Schmittenhöhe. Vorbei an der Mittelstation zur Bergstation der Hirschkogelbahn. Die Piste ist an manchen Stellen eisig und bereitet einigen Teilnehmern größte Schwierigkeiten. Hans Leiner, zweifacher Sieger der Mountain Attack Kurzdistanz in Saalbach-Hinterklemm, kommt mit diesen Verhältnissen am besten zurecht. Er erreicht als Erster nach 43 Minuten und 48 Sekunden und nach Überwindung von 1000 Höhenmeter die erste Zeitnehmung am Hirschkogel. Eine halbe Minute dahinter Robert Eder, ein weiterer Favorit für den Klassikbewerb. Die erste Talfahrt führt über die Standard, einst eine Ski-Weltcup-Abfahrtstrecke, zur zweiten Zeitnehmung bei der Talstation der Schmitzenhöhebahn. Hier haben es die Teilnehmer der Light-Variante im Bild der spätere Sieger Christian Nindl bald geschafft. Denn sie müssen, so wie später auch die Klassik-Teilnehmer, nur noch bergab, über einen Hohlweg, einen Teil der Schmittenstraße, über die Bundesstraße, die für die Athleten immer wieder gesperrt werden muss, und durch die Fußgängerzone ins Ziel am Stadtplatz. Im Bild die schnellste Frau in dieser Wertung, Irmgard Ertl aus Piesendorf. Zurück zu den Klassik-Teilnehmern. Für sie folgt nach der zweiten Zeitnehmung der nächste Aufstieg und sicher auch der schwierigste Teil des Bewerbs. Entscheidend ist sicher das Bergauf und der Scharfrichter wird die Trasse, weil die Trasse einfach eine durchgehende Steilheit hat auf 700 Höhenmeter. Die man erst in einem zügigen Schritt bewältigen muss. Hans Leiner verliert beim Auffällen ein wenig Zeit und Robert Eder kann dadurch aufschließen. Gemeinsam machen sie sich auf den steilen Weg zum Gipfel der Schmittenhöhe. Die Verfolger haben schon einigen Rückstand und versuchen jetzt, so rasch als möglich aufzufällen, um die beiden Führenden vielleicht noch einzuholen. Doch Hans Leiner kann sich bei seinem Aufstieg auch von seinem größten Konkurrenten um den Tagessieg Robert Eder absetzen und erreicht als Erster den Gipfel und die dritte Zeitnehmung. Hans Leiner ist ein exzellenter Skifahrer und selbst für Robert Eder, der bei diesem schwierigsten Teil der Strecke nur knapp eine Minute verliert, wird es schwer haben, Leiner auf der Talfahrt einzuholen. Ein super Rennen liefert der Mountainbike-Doppelweltmeister von Saalbach, Michi Kneidinger, der bei der letzten Zeitnehmung an dritter Stelle liegt. Während die Teilnehmer nach und nach und mehr oder weniger geschafft den Gipfel der Schmitzenhöhe erreichen, bewältigt Hans Leiner die knapp 9 Kilometer lange Talfahrt in exakt 9 Minuten und lässt sich nach einer Stunde 45 Minuten und 52 Sekunden als Sieger der 8. Mondschein-Trophy feiern. Robert Eder freut sich 2,5 Minuten später über Platz 2. Ausgezeichneter Dritter wird Michi Kneidinger. Hey!
Besser kann es nicht sein. Gestern war noch so ein Nebel. Heute oben alles komplett klar, nirgends ein Nebel, keine Sichtprobleme. Pistenrampen schon alles super präpariert, dass man eigentlich problemlos so langs die Füße ausgehalten haben, Schuss fahren können hat. Also ich bin total zufrieden. Es ist alles genauso gelaufen, wie wir es vorgenommen haben und perfekt einfach. Es ist Abfahrt gewaltig gewesen, im Aufstieg gewaltig. Die Trasse war schon fix fertig präpariert. Die Schmidten haben tolle Arbeit geleistet. Alle haben tolle Arbeit geleistet. Super. Ein zahniges Rennen. Bei den Damen gewinnt die Triathletin Andrea Höller, der im Gesamtklassement mit Rang 18 ein tolles Resultat gelingt. Ja, es ist mir eigentlich ganz gut gegangen. Von Anfang an, außer das Auflaufen, da bin ich nicht so rüber drüber. Aber nachher bin ich reingekommen und ist eigentlich echt gut gegangen. Alle Leistungen bei diesem Rennen sind beachtenswert, ganz besonders dann, wenn man mit einem störenden Handicap daran teilnimmt. Letzte Woche beim Wintertriathlon würde ich eigentlich auch mitmachen, aber da hat es noch nicht da. Aber ich habe keine Schmerzen, nur beim Gehen, beim Durchdrucken. Jetzt sind wir beim Rennen ein bisschen schwer, weil es ein bisschen kalt ist, aber es war ein super Rennen. Ich war ja jetzt mal dabei, jetzt also 8 Mal. Und ich kann es auch jedem Hobbysportler empfehlen. Es ist auch für jeden Hobbysportler machbar. Und es ist wunderschön, wenn man da runterfährt, zu einem See. Es ist ein Traum. Und hätte es einen Teambewerb gegeben, würden die Sieger wohl diese Herren sein. Schon allein wegen dem coolen Outfit. So wie wir jetzt marschieren, ist kein Marschgepäck. Normalerweise hätte man einen Rucksack mit. Den hat aber nur mein Stellvertreter, der Oberleutnant Zixt. Das Marschgepäck, da verstauen wir die Felle, Haarscheißen und ein bisschen Proviant, was wir brauchen. Ansonsten sind wir nur im Dienstanzug oder im Kampfanzug unterwegs. Ich bin mit meinen Männern zufrieden und ich hoffe, meine Männer mit mir. Voll zufrieden und mit großen Erwartungen sehen die Organisatoren bereits der 9. Mondscheintrophäe in Zell am See Kaprun entgegen. Servus. Inspiriert durch die letztjährige Neidress-Veranstaltung haben wir uns gedacht, wenn wir schon Schnee ins Zentrum haben, das müssen wir ausnutzen. Und einen lang gehegten Wunsch, dass wir Skitourenrennen direkt vom Zentrum starten, jetzt einmal realisiert. Und das heute soll mal ein Probegalopp für die nächsten Jahre sein. Und ich gehe davon aus, nachdem der Zuspruch da ist mit 120 Starter, dass das eine ausbaufähige Sache ist. Und auch den Mann mit der Tagesbestzeit in 1,45,52.